Schnitzel! Was geht? Ah, ich dachte, du machst sonst mal so immer schnittige Schnitzel und das Schnittige. Schnittige Schnitzel eines schnittigen Schneemanns. Willkommen zur ESL-Meisterschaft, meine Damen und Herren. Es ist pretty hot in here, aber man's not hot. Deswegen entspannen wir uns ein bisschen, hoffen, dass die Klimaanlage... Also ich kann bezeugen, man's really hot. Ja, man's ist wirklich, wirklich hot. Aber müssen wir durch. Wir haben heute den Partner-Look. Mein Hemd sieht echt dreckig aus, aber ist es eigentlich gar nicht. Vielleicht ist es doch eher der On-Top-Lane hier, weil es ist ja der Renekton auf der Top-Lane und ich glaube, das ist für Irelia normalerweise kein Matchup, wo man sagt, boah, da bin ich aber geil drauf. Hola, meine Damen und Herren! ESG darf antreten gegen Big. Na, es geht los, aber es geht auch nicht los. Ja, Pause, Leute. Was soll man da sagen? Einfach nur Pause. Das darf nun mal nicht passieren. Oh, jetzt will aber rein. Zack. Cool, kommt raus. Der Stun, na, wird nicht sitzen. Trotzdem Flash provoziert. Okay, noch ein Auto-Take, aber es reicht nicht. Das wäre definitiv genug gewesen mit dem Knockback. Sehr mutig. Okay. Okay, der hat ja das Power Q. Ignite ist ebenfalls raus. Brücki, wo ist da die Spielintelligenz? Und er ist einfach ein Netter. Die Morgana war lang genug nett, aber sie musste ihn jetzt nehmen. Aber leider hier bisher sehr problematisch. CS-Nachteil wird groß, trotz Relic. Das ist ein bisschen sad. Du hast Don Arzt gesagt, aber du meintest gar nicht Don Arzt. Ich meinte Don Arzt noch wegen der Situation. Ach so, okay. Oh, der Gage! Renick! Oh, das ist halt richtig bitter. Aber das ist halt so eine Lane, die auch gut snowballen kann. Und er hat sich ja für lauter Dorans entschieden, um genau so eine Situation auch für sich zu entscheiden. Super bitter. Das ist ein Worst-Case-Moment. Snowball verhindern. Oh, Agurin hat jetzt hier Don Arzt gefunden. Er ist ein Level drüber, aber ohne Level 6 soll das trotzdem mehr. Wird hin und her geworfen. Er ist nicht genug, kein Feuerball noch zur Verfügung, das Q ging ebenfalls daneben. Das war nämlich die Combo, die ich vor uns ansprechen wollte bei dem Gank. Knock-up von Xin Zhao, Instant Knockback von Swain. Und das aus, keine Ahnung, 1400 Range oder sowas. Das ist halt schon quasi lächerlich. Der Schaden dieser Fähigkeit natürlich vergleichsweise noch gering. Also das, ich meine, da oben wurde die Pflanze vor 1000 Jahren ausgelöst. Red Buff wurde jetzt gemacht, er will ihn jetzt trappen. Also, wie gesagt, es geht jetzt gerade ein bisschen viel auf der Karte ab. Da und er geht trotzdem rein. Don Arts muss jetzt hier aufpassen, der W von Swain hilft. Oh! Beide! Wie seid ihr nicht geultet? Du kriegst HP wieder als Shyvana. Du kriegst HP? Warum nicht so eine kleine Mini-Ult? Also das hätte Agurin ein bisschen besser spielen können. Er dachte echt, es ist safe, glaube ich. Ja, Xin Zhao ist nie safe. Xin Zhao ist einfach nur übster Killer. So, jetzt kommt der Swain Power Move. Reicht aber nicht ganz aus. Wird gelasert. Hat schon das Mark drauf gehabt und es reicht! Von Anfang an quasi bei der Ult True Damage. Have fun. Der hier, den muss er da einfach mit dem Jungler zusammen besten vorausbaiten. Und das jetzt hier ist ganz, ganz bitter für Irelia, weil sie dachte, sie catcht Xin, aber du hast keine Pressure. So, du kannst da nicht für den Play gehen. Und jetzt ist auch noch Brücke auf die Toplane TP'd. Er probiert's noch. Sie haben auf jeden Fall hier die Überzahlsituation. Jetzt kommt nämlich die Ultimate. Einen bekommt man definitiv. Also für ihn hat sich der Ego-Teleport in Anführungszeichen nicht wirklich gelohnt. Glaubst du? Also ja, ist halt wenigstens ein Kill so. Also guck dir mal den Farmunterschied an. Den Turret-Damage hätten sie, glaube ich, nicht aktiv verhindern können. Das wird, glaube ich, immer schmerzhaft sein. Von Irelia ist hier nicht gegeben. 0-3-1. Schön von Donnerz. Geht hier in mehrere Leute rein. Kriegt auch den Slowdorf. Black Shield reicht nicht, um ihr Leben zu retten. Das ist der Laser-Moment. Ja, zack, mehrere Leute kurz getroffen. Kann ihn aber nicht zersägen. Brücki hat irgendwie die Ult nicht richtig durchbekommen. Da war der Snare von Morgana. Das war ganz entscheidend hier. Ansonsten wäre das ein Kill gewesen mit dem Knock-Up. Wäre man lang genug in der Vel'Koz Ultimate drin gewesen. Schöne Kombo-Möglichkeit auch mit Ornn und Vel'Koz. Sehen wir jetzt immer mehr, was da aus dieser Kombo rauskommen soll. Aber Irelia gerade halt echt, echt bitter unterwegs hier. Gerade auch der Stunts war durchgegangen, aber Xin hat trotzdem den dritten Auto-Deck durchbekommen. Dann gewinnst du halt keinen Millimeter. Natürlich geht da immer noch was mit einer guten Vel'Koz, aber gerade in der Kombo ist es super wichtig, ihn rauszupullen. Das haben sie richtig gemacht. Oh, zack, Alistar lässt sich engagen. Schöner Knock-Up. Ornn fliegt, da kommt die Shyvana. Aber easy durch einen Flash gecountert. Und die Frontline hält noch nicht lange durch. Der Laser, eine nette Idee, macht aber bisher noch nicht genug Damage. Es fallen genug auch Leute auf beiden Seiten, das muss man hier dazu sagen. Swain draint sich da nochmal hoch und Irelia, zack, wird wieder abgeholt. Und man sieht halt auch das Item mit. Du hast es angesprochen. Der Sense Reaver willst du dir nicht kaufen. Geradezu Squishy jetzt. Hier Agurin gegen Morgana. Er hat den Black Shield. Kann sich da aber nochmal davon retten. Die ist geflasht. Ja, er ist noch relativ tanky. Flash davon. Na, will sich das nicht länger gefallen lassen. Und man merkt auch, dass No Way keinen richtigen Moment findet, um mit der Ult irgendwie jetzt zu aber. Hier jetzt. Kommt die Ornn. Wo ist er? Er hat es nicht reaktiviert. Und doch, das ist natürlich der Re-Engage für Big. Zack, die kommen hier gut rein.
Redemption wurde dann gecastet, hat aber auch relativ wenig gebracht und man sieht es, Iria dabei wegzurennen, verbrennt jetzt hier auch bei lebendigem Leibe noch. No way. Ja, wird, okay, er trollt sich ein bisschen selber, der Wladimir. Aber hat am Ende des Tages funktioniert. Ah, der Krümel, der macht da hier einen fantastischen Job. Easy peasy Ace. Big. Nutzt die Fehler aus, muss man dazu sagen. Na, jetzt hat er sie auch umgesetzt. Jetzt, ich meine, genau in dem Moment sofort. Bumm. Oh, man will trotzdem fighten. Der Sway, der ist schnell. Holy shit. Der rennt da einfach mit 1000 km/h rein. Man schafft es auf jeden Fall, den Sinjao da abzuholen. Er war immer noch separiert. Vielleicht ist da mehr drin, aber die Carries, die sind noch so gefeedet. Zack, Stundengläser links, rechts, oben noch Brügi. Da wehrt sich da mit dem Turret Swain am Fight. Nächstes Q, Triple Kill. Direkt in das Gesicht von Brügi. Und ich denke, hier wird die Hemoplague, zack, mit einem kleinen Meme noch zum Guardian Angel führen. Er könnte jetzt noch davonrennen, aber nee, das schafft er nicht mal. Nicht mal anders. Ich meine, er wacht auf in einer Lache von Blut. Ja, ist geslowt. Und Big schnappt sich somit den ersten Win. Und man muss dazu sagen, auch absolut verdient. Und einen voll guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wurde einfach geschlagen. Ja, ist einfach hart. Es ist hartes Management. Du bist halt so schnell, dass der Nocturne dich nicht hitten kann. Und dann drehst du um und das alles wieder ab. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Pick. Und hier it comes. Ja. Donuts, der Boy, der früher nur die absoluten anderen Champions gespielt hat. Die absoluten anderen, wie Nuno. Und die absoluten anderen. Einen bezaubernden guten Tag. Eigentlich sah es gar nicht viel besser aus, weil das so. Nee, macht doch das andere. Ja, du hast vollkommen recht. Na, einen bezaubernden guten Tag, meine Damen und Herren. Hier seht ihr. Ah, shit. Na, hier seht ihr das zweite Game zwischen Big und ESG. Das Rückspiel, könnte man sagen. Denn Hin- und Rückspiel, gleiches Format, Best of One mal zwei. Ha? Ist krass. Aber selbstverständlich, ganz klassisch, gibt es natürlich auch eine Pause. Du kannst zwar die Akku juggeln und du hast ja auch die Möglichkeit, mit der Ultimate von Taric da nochmal viel zu machen. Ja. Oh, Six Ultimate, ich knall das auf. Das müsste reichen, wunderbar. Flash nochmal dafür, war ein bisschen übertrieben. Es hätte auch so mit dem Entzünden gereicht. Wie gesagt, der Schild von Brom verhindert wirklich die Ultimate von Six, also reduziert die, wenn der Schild vorher gebrochen worden ist. Und das ist ja quasi passiert. Aber entsprechend mit den Items arbeiten, das war close. Nee, das war überhaupt nicht close, er hat keinen Relic Flag gehabt. Er probiert es jetzt hier, aber Terrigod ist auch da. Schöner Counter und man sieht man's, die Schlitzung beginnt. Rakan, zack, komm nicht mehr weg. Das Q ging ein bisschen daneben, aber ist egal. Der schlitzt nach wie vor, jetzt ist er erst gefallen. Super spät und das ist gefährlich. Na, hat jetzt natürlich keinen direkten Kill erhalten. Ja, das ist halt Horror. Also ich meine, wenn er dann den Last Hit bekommt, ist nun mal Fail. Lang nicht mehr gesehen, das Item, aber ja, es wurde auch genervt, glaube ich. Ja, aber ich meine. Aber Taric sollte mal drüber nachdenken. Und ich glaube, es sieht auch ganz gut aus. Schöner Stun. Uff. Schöner Q. For no way. Ja, der geht einfach. Der Hemo plagt die einfach. Oh, der wollte. Der Herald! Der kam trotzdem durch. Die Frage ist: Überlebt man den Fight? Die Schlitzung. Ja, ist so mehr oder weniger aktiv. Der Stun. Kurz vor der Brown Passive. Gutes Timing. Schön gemacht. Zieht sich zurück und der Herald hat nur einen kleinen Charge geschafft. Ja, auf jeden Fall, aber dazu sollte man hier genug Optionen haben. Man hat ja auch mit Six Nocturne wieder diese Comp, die wir von ihnen auch schon bei der Premier Tour gesehen haben. Und hier kommt die Combo vielleicht schon, aber wo ist denn die Six? Oh, da war sie. Rakan ist zu spät. Zack. Oh, er lebt immer noch. Der setzt sich durch. Aber nein, er platzt am Ende des Tages. Und jetzt fehlt der Schaden. Der Engage war ja noch nicht mal sauber. Aber trotzdem wird man hier sauber komplett annihilated. Die chasen jetzt hier down. Schön gemacht von ESG. Adaptiert und executed. Sehr clean, sehr gut und da greift auch einfach die Comp. Oh, der Engage. Hier geht auf Karma. Die rennt. Hemoplay ist drauf und Platz. Da geht er down. Sehr späte Braumhold erst. Ja, cool, konnte er nicht richtig disengagen. War ein bisschen sad. Gut abgeschätzt, aber was den Schaden angeht von No Way und Argorin. Das ist schon mal nicht schlecht. Es denken sich immer mehr Kills. Das ist eine gute Idee. Ja, und der Yi. Bisher noch nicht präsent. Wenn wir hier ein bisschen mehr Sustain für Jax sehen würden, aber dadurch würde er halt auch sehr auf diese Spin-Push-Rolle gehen. Das kann er sich ja eigentlich auch nicht erlauben. Argorin, schönes Bell-Sheet, aber das wird trotzdem wahrscheinlich nicht reichen. Rakan ist geblockt! Oh, der Stun, der muss noch durchkommen. Zack, würde er auch. Double Kill. Und das sind halt die Momente, die sehr gefährlich sind. Ihr seht es, er flasht halt sofort. Er kann halt den Yi nicht aufhalten. Aber auf der anderen Seite sehen wir einen fleißigen Jax, der wenigstens noch den Turret bekommt. Ah, zwei Leute für den Turret aufgeben. Ist okay. Ist ja gerade kein Baron oder sowas da. Midlane könnte man jetzt. Ach nee, muss man doch nicht mal. Es ist halt Six, ne? Na, die werden es schon kriegen, aber. Oder? Die nächste Wave ultet er. Ey, ist halt eine Nervensäge, ne? Das muss man sagen. Ja, er ultet die Champion Wave.
Ja, man macht die relativ low. Er will für den Kill gehen. Die Ultimate von Tarik. Wahrscheinlich. Nein, die kommt sogar noch durch. Jetzt beginnt die Lächerlichkeit. Ah, oh, er hat ihn nicht mitgenommen. Oh doch, Brücki brennt. Brücki. Oh, er Sonias. Brennt sogar. Nee, Sonias. Er wollte nicht gestunt werden. Nee, er hat's überlebt. Brücki hat's überlebt. Nee. Ja, mit Sonias. Nee. Das sag ich zum dritten Mal. Oh, No Way war gerade Gold. Ich dachte, wieso lobst du No Way? Der hat sich ja quasi selbst gerootet. Krass. Brücki nee. Bester Spieler. Ja. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh. Oh. Ult kommt sofort hinterher. Der Fokus auf jeden. Da muss ich zurückziehen. Er heilt gegen. Aber es kommt keine Auto-Attacks. Brücki schnappt ihn da ohne Probleme. Und noch No cool. Way. Er kriegt den letzten Auto-Attack eiskalt nicht ab. Überlebt dieser. Ist ja wieder voller AP. Ne? Himo Blake for the win. Absolut kein Problem für ihn. Und das sind keine guten Timings. Die hier. Die hatten ja noch gar keine Terry-Gold zur Verfügung. Dann darfst du da überhaupt nicht für gehen. Vor allem, weil er der Nashor noch gar nicht ab ist. Du hast auch gar nicht den Zugzwang. Und jetzt sollten die das Game hier eigentlich finishen können. Ja, Minions sind noch am Start. Karma hat die Wave rausgenommen. Aber man hat noch drei Minions. Das sind vor allem noch ein Kanon-Minion. Die haben halt alle lächerlichen Schaden gegen Gebäude zur Verfügung. Plus halt noch Six, der das Ganze bei Bedarf noch sprengen kann. Letzter Fight bricht aus. Aber es spielt keine Rolle. 1:1 geht diese Begegnung aus. Und ein wunderbarer Teaser für das Finale der Premier Tour. Sehr schön.